Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, guten Morgen. Das Bundesjustizministerium, geführt von der angeblich irgendwann einmal wirtschaftsliberal gewesenen FDP, legt das vierte Bürokratieentlastungsgesetz vor. Wir sind schon jetzt gespannt, Herr Buschmann, wann das fünfte, sechste, siebte und so weiter kommt. Und die Frage, Herr Buschmann, drängt sich auf, gibt es im Ministerium eigentlich schon einen oder mehrere gute Bürokratieentlastungsgesetze, Nummerierungs- und Nachverfolgungsbeauftragte? Das würde ich mal fragen, ob die Stelle schon bei Ihnen geschaffen wurde. Vielen Spaß an die Stenografen. Wie auch immer, meine Damen und Herren, FDP, fragt man sich, ja, ist das nicht die Partei, deren Repräsentant sich gerade im Ellwanger Ahlener Raum in Baden-Württemberg Bahnhofstoiletten ableckend und mit Fäkalien einschmierend präsentiert hat? Das ist die FDP. Das ist die Qualität. Gucken Sie mal Martin Neumeier. Da braucht es um die Qualität dieser Partei gar keine Fragen mehr. Ellwanger Raum, da fragt man sich, Ellwanger Raum, war das nicht da, wo noch vor kurzem der CDU-Verteidigungsexperte ganz unbürokratisch das Sicherheitspersonal bei einem Volksfeld als, Zitat, KZ-Wächter bezeichnet hat? Ganz unbürokratisch geht es zu bei der CDU. CDU, denkt man sich, ist das nicht die Partei im Henrik Wüstland, wo die CDU, ehemalige Landräte der CDU, mit SPD-Land zusammen reichen Chinesen ganz unbürokratisch gegen Millionensummen Aufenthaltsrechte verschafft haben? Das ist ganz unbürokratische Arbeit bei der CDU. Und ganz unbürokratisch geht es in NRW dann auch noch weiter. Von diesen kriminellen Geldern wurden an die Wüst-CDU und an den Innenminister Reul tatsächlich fünfstellige Beträge gespendet. Ganz unbürokratisch geht es zu in dem Altparteienstaat Deutschland. Die sind unterwegs, die Altparteien, ganz unbürokratisch. Meine Damen und Herren, aber auch was die gigantische Bürokratie in der Wirtschaft angeht, ist in Deutschland einiges los. Eine Abfrage von Verbänden hat gebracht, 442 Maßnahmen wurden angeregt, die umgesetzt werden sollten. Umgesetzt davon wurde nur ein winzig kleiner Bruchteil. Aus der Wirtschaft hört man trotzdem Lob jetzt für diesen kleinen Bruchteil, der umgesetzt wurde. Da fragt man sich, wie kann sich die Wirtschaft über diese Trippelschritte freuen? Das liegt daran, dass natürlich auch die Funktionäre alle auf Linie sind. So war es dann auch in der Anhörung. Wir haben den Funktionär der Handwerkskammer in der Anhörung gefragt, welche konkreten Gesetze denn abgeschafft werden sollen. Und dem Funktionär der Handwerkskammer, der von der CDU vorgeschlagen wurde, fiel kein einziges Gesetz ein. Das muss man sich auch mal vorstellen, oder? Die Kammern, die Funktionäre der Kammern schimpfen immer über Bürokratisierung. Wenn man sie fragt, was soll denn weg, fällt ihnen nichts ein. Wenn man allerdings mit den fleißigen Zwangsmitgliedern der Kammern spricht, dann sieht das schon ganz anders aus. Bürokratie und nicht etwa Arbeitskräftemangel oder Energiepreise sind mit Abstand das größte Investitions- und Wirtschaftshemmnis in Deutschland. Inzwischen gibt es 1.700 Gesetze, mehr als 50.000 Einzelnormen. Hinzu kommen 2.800 Rechtsverordnungen. In Deutschland regeln ungefähr 100.000 Normen das Leben. Das ist Bürokratie pur. Das ist das Erbe des Altparteienstaats Deutschland. 2023 waren die Bürokratiekosten in Deutschland auf einen traurigen Rekord gestiegen. 65 Milliarden Euro nur dafür. Eine richtige Bürokratieentlastung, Frau Haßmann, hören Sie auf, rumzuquäken. Sie können sich gerne zu der Zwischenfrage melden. Haben Sie eine Frage an mich? Dann stehen Sie auf, wie ich das gehört, und fragen Sie mich. Okay? 65 Milliarden Euro Bürokratiekosten im Jahr. Also eine richtige Bürokratieentlastung würde dazu führen, dass wir einen Wirtschaftsaufschwung sondergleichen bekommen würden. Und das Schöne daran ist, die Bürokratieentlastung, Frau Haßmann, jetzt hören Sie auf, hier rumzuplärren. Meine Güte, das ist ja unerträglich. Kein Anstand, kein Anstand, seitdem Sie keine, also wirklich ungefähr. So. Das ist also ein Konjunkturpaket, was nichts kostet und was draußen richtig einen Investitionsschub auslösen würde. Unsere Wirtschaft steht vor einem Scherbenhaufen. Die Ära Merkel hat ihre Schatten vorausgeworfen. Das, was Merkel angefangen hat, wird jetzt von der Ampelregierung beendet. Sie deindustrialisieren unser Land. Sie richten unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft zugrunde. Das Gesetz, was Sie jetzt vorgelegt haben, alles andere als ein großer Wurf. Aber wir sind schon froh, wenn Sie nicht mehr Schaden anrichten. Das ist ein winzig kleiner Trippelschritt in eine richtige Richtung, Herr Buschmann. Aber mehr Enthusiasmus, mehr Kraft dahinter, das wäre was, was wir uns wünschen würden. Vielleicht ergibt sich ja dann im Ausschuss noch die eine oder andere Verbesserung, die wir einbringen können und die Sie dann entgegen Ihrem Gequäke vielleicht auch zustimmen. Das könnte ja auch mal sein, oder? Wir werden einige Vorschläge machen. Vielen Dank. Als nächster hat das Wort für die Bundesregierung der parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Michael Kellner.